Seit April kommt im Klinikum Ernst von Bergmann ein neues Untersuchungsgerät zum Einsatz. Es vereint die Vorteile mehrerer Geräte bei der Erstellung von medizinischen Bildern. Eine schwenkbare Gamma-Kamera ermöglicht es, den Patienten von allen Seiten aufnehmen zu können. Direkt dahinter befindet sich ein Computertomograph, der zeitgleich Bilder liefert. Dies sind die grafischen Aufnahmen der Gamma-Kamera und die Bilder der Computertomographie werden noch während der Untersuchung in Echtzeit kombiniert. Das Bild in der Mitte ist die klassische Szintigraphie. Wenn ich das so ein bisschen bewege, dann kann man hier zumindest die Wirbelsäule erahnen und die einzelnen Rippen, die sich hier darstellen. Und das untere Bild zeigt Ihnen die Computertomographie, die dazu gehört. Da kann man jetzt wiederum die Wirbelkörper sehr gut abgrenzen, aber man sieht halt nicht den Stoffwechsel. Und erst die Kombination, diese direkte Fusion der beiden Bilder, die aufgenommen worden sind, ohne dass der Patient sich bewegt, lokalisiert dann perfekt und hat die Informationen aus beiden Teiluntersuchungen, der Szintigraphie und der Computertomographie. Das Gerät wird vor allem bei der Erkennung von Metastasen und bei Herz- und Lungenerkrankungen eingesetzt. Es liefert schnellere Aufnahmen in einer sehr hohen Auflösung. Die verbesserte Darstellung der Stoffwechselvorgänge im Körper ermöglicht den Ärzten eine optimalere Diagnose. Man kann also sehr viel besser sagen, wo sich ein bestimmter Vorgang abspielt, welches Organ genau betroffen ist, was immer besonders an Organgrenzen eine wichtige Rolle spielt. Ist das im Zwerchfell oder vielleicht doch direkt in der Leber, die darunter liegt, oder in der Lunge, die darüber liegt? Das war bisher schwierig, das können wir jetzt sehr genau zuordnen. Dazu sind die Aufnahmen etwas schneller, sodass der Patient nicht ganz so lange auf der Pritsche liegen muss. Und wir sparen Zusatzuntersuchungen, dadurch, dass wir halt die Kombination von zwei Untersuchungen haben, die sonst oft an unterschiedlichen Tagen festgestellt wurde oder aufgenommen werden musste, können wir das jetzt sehr rasch in einem Untersuchungsgang erledigen, sodass der Patient mit einer Diagnose den Raum sehr schnell wieder verlassen kann. Schnelle, konkrete Ergebnisse bei einer möglichst geringen Belastung für den Patienten. Genau darum geht es bei allen Diagnoseverfahren, die im Klinikum Ernst von Bergmann zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bei einer Routineuntersuchung im Rahmen der Darmkrebsvorsorge. Während dieser sogenannten Koloskopie blickt der Arzt mit einem Endoskop in das Darminnere und er kann dabei sogar Gewebeproben entnehmen. Für den Patienten läuft dieses Diagnoseverfahren völlig schmerzfrei ab. Die Untersuchung hat viel von dem Schrecken der letzten 20 Jahre verloren. Wir haben heute viel bessere Methoden, um den Patienten den Darm zu reinigen. Und wir haben viel bessere Geräte, die die Untersuchung viel schonender machen. Dazu kommt, dass wir heute in der Lage sind, dem Patienten mit Medikamenten eine vollkommen schmerzfreie und angenehme Untersuchung zu ermöglichen. Die Sonographie ist eine effektive, schonende Methode, um das Innere des Menschen abzubilden. Diese Untersuchungsmethode kommt zum Beispiel im Rahmen der Pränataldiagnostik zum Einsatz. Hier überprüfen die Ärzte, ob es dem ungeborenen Kind auch gut geht. In den Wochen vor der Geburt ist die Sonographie eine Routineuntersuchung, die Aufschluss über den Gesundheitszustand des Kindes gibt. In allen Fachbereichen des Klinikum Ernst von Bergmann kommen modernste Diagnoseverfahren zum Einsatz. So unterschiedlich sie auch sind, sie alle liefern schnell und genau die wichtigen Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten. Nur so wird eine optimale, effektive Therapie erst möglich.